Ich fürchte, wir haben es jetzt mit einer Lage zu tun, wo wir uns eine unangenehme Wahrheit eingestehen müssen. Mhm. Und die heißt, dass Russland diesen Krieg gewonnen hat. Ja. Jetzt? Jetzt. Und sagen, zwar arbeitet unser Bundeskanzler ja mit dieser Sprachschablone, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss gewinnen. Ich frage mich nur, wo das politisch hinführen soll. Denn faktisch hat Russland jetzt den Donbass praktisch erobert. Das ist ja noch eine Sache von wenigen Tagen. Die Flächengewinne sind riesig. Sie sind etwa so groß wie Holland und Belgien zusammengenommen. Die Landverbindung zur Krim ist da. Das heißt, wie soll Russland diesen Krieg jetzt verlieren? Die Ukraine hat die Kraft nicht, auch mit den Waffen, die wir noch liefern können. Und Russland gewinnt auch im internationalen Spiel der Sanktionen. Die Chinesen sind heute gerade Russland beigesprungen. Die Inder machen Geschäfte wie nie mit Russland. Wichtige Schwellenstaaten wie Brasilien und Südafrika sind im Westen von der Fahne gegangen. Der Bundeskanzler hatte eine Reise nach Südafrika, da wurde er auf offener Bühne blamiert. Die wollen keine Sanktionen, die wollen noch nicht mal von Aggressionskrieg reden. Das heißt, wir haben auch diesen internationalen Kampf um die Mehrheit verloren. Und ich fürchte, wir müssen uns das eingestehen. Und ich nehme an, dass die Initiative von Macron darauf beruht, eine realpolitische Einsicht, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Wir müssen ihn möglichst schnell beenden. Hm. Und das ist auch aller Ehren wert, dass man nun eine diplomatische Initiative startet. Und das erwarte ich eigentlich von unserer Bundesregierung, gerade weil sie so zaudernd war, den Kanal nach Moskau offen gehalten hat. Eigentlich muss Berlin jetzt einen Friedensplan vorlegen. Und das erhoffe ich mir von der Kiew-Reise, dass er das tut. Hm.